herzlich willkommen zu einem Spaziergang durch Flora und Fauna im Aubachtal. Wir befinden uns hier im Quellgebiet des Aubachs unterhalb der Fuchskaude, die in Rheinland-Pfalz liegt. Wir befinden uns aber hier in Hessen oberhalb der Gemeinde Waldaubach. Hier wird der Aubach aus mehreren Quellen, die rund um die Fuchskaude entspringen, gespeist. Auch wenn man hier in die Peripherie hineinschaut, sieht man in aller Deutlichkeit, dass auch hier ein massives Fichtensterben eingesetzt hat, aber auch, dass ein Großteil der Laubbäume schon geschädigt ist und in Teilen auch schon zugrunde gegangen. Auch wenn man hier regionale Schutzgebiete ausgerufen hat, ändert sich nichts an der Tatsache, dass die veränderten klimatischen Bedingungen auch hier zu massiven Schäden führen. So wie man auch hier sieht, ist Mitte Mai deutlich erkennbar, dass reichlich Laubwald zugrunde gegangen ist. Der Aubach ist nun schon etwas größer geworden und der wird sich im Laufe der nächsten 3-4 Kilometer auch noch erheblich vergrößern, da das Einzugsgebiet sich auch dementsprechend darstellt. Natürlich hat die Natur immer noch Schönes hier zu bieten, aber es wird deutlich, dass sich die Lage auch hier am Hohen Westerwald erheblich negativ verändert. Die geologischen Verhältnisse lassen es nicht zu, dass sich hier größere Ansammlungen von Grundwasser bilden können. Auch hier wird man in Zukunft sich sehr damit befassen müssen, die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung zu sichern. Ob diese Schilder die Wirklichkeit noch darstellen, kann man so mit Sicherheit nicht mehr ausführen. Denn die grundlegenden Veränderungen, die sich hier in aller Deutlichkeit zeigen, machen den Lebensraum dieser Tierwelt in großen Teilen unmöglich. Der Bergbau der vergangenen Jahrhunderte hat hier im Aubachtal über lange Zeit Nahrung gefunden. So sind die Stollen Hase, die Grube Marianne keine unbekannten bergbaulichen Gegebenheiten. Hier wurde unter anderem neben Eisenerz große Mengen an Braunkohle abgebaut. Hier fuhr einst die Grubenbahn. Hier wurde die Trennung zwischen taubem Gestein und brauchbarem Material vorgenommen. Wenn man am Aubach entlang geht,
sieht man deutlich die Aufschüttungen der Halden. Hier wurde das Taubergestein auf der Gegenseite des Aubachs abgeschüttet. Hier sieht man in aller Deutlichkeit die eigentliche Bodendeckschicht, die sich über der Basaltfläche befindet. Und man sieht eindeutig die Trennung zwischen den Aufschüttungen der Halde und der Bodendeckschicht. Die Wildheit des Aubaches muss man in aller Deutlichkeit hier erkennen. Seine abgestorbenen Baumbestände, die frisch aufwachsenden Triebe von vielen Kräutern, besonderen Blumen, sind hier in aller Deutlichkeit sichtbar. Hier in einer Distanz von etwa 300 Meter zum Stollenhase sieht man eindeutig, dass hier der Überlauf aus dem Grubengelände in den Aubach hinein reicht. Dieses Wasser ist zwar von guter Qualität, enthält aber Trübstoffe, die herausgefiltert werden müssen. Aber ansonsten ist das Wasser von bester Qualität. In den 50er und 60er Jahren hat man Teile der Halden hier abgetragen und sie für den Straßenbau verwendet. Um die schweren Erze hier aus dem Gebirge abfahren zu können, benötigte man Gleisanlagen, die einer Schmalspurbahn dienten, die hier zu Tal geführt wurden. Dieses Mauerwerk ist im Wesentlichen eine Schutzeinrichtung, die das eigentliche Brückenbauwerk, welches sich 100 Meter weiter befindet, im Winter vor Eisgang schützen sollte. Diese Trockenmauerbauten wurden ausschließlich in Handarbeit errichtet. Das sind die Überreste der Schmalspurbahnbrücke, die hier jenseits des Mauerwerks dann zu Tal geführt wurde. Da auch auf dieser Welt nichts für die Ewigkeit errichtet werden kann, sieht man hier, dass nach vielen, vielen Jahrzehnten auch hier der Zahn der Zeit am Erbauten nagt. Der hier und da erfolgte Rückbau des Grubengeländes hat dazu geführt, dass hier und dort einige Biotope entstanden sind. Und überall findet man Spuren bergbaulicher Tätigkeiten. Dies ist eine Halde der sogenannten Kipper, ein spezieller Beruf für die Herstellung von Pflastersteinen.
ehemalige Bahnstrecke Eiger-Breitscheid wurde im Jahr 2022 in einen Radweg umfunktioniert. Dieser aus dem Devon stammende Korallenkalkfelsen ist im Wesentlichen eines der natürlichen Wahrzeichen des Aubachtals.